Willkommen zum zweiten Let's Play. Ich war nochmal auf der Seite Binary Zoo, als ich den Link rausgesucht habe für die letzte Folge. Und da habe ich gesehen, dieses Spiel hier ist schon erschienen. Ich wusste, dass es kommt, ich wusste nicht, dass es schon erschienen ist. Ja, dann dachte ich mir, ich spiele das jetzt auch noch. Ja. Also man schießt da auch irgendwelche Viecher ab. Ja. Und man kann diese bunten Punkte, zum Beispiel diesen blauen da, die kann man abschießen. Zum Beispiel den roten hier, wenn ich ihn abschieße, dann gibt das so eine Schutzwall. Ja, das ist ziemlich geil. Und jede Farbe, hier dieses rosa, ne? Jetzt kann ich Raketen schießen, weil ich es gesammelt habe. Wenn ich das rote sammle, dann habe ich zwei so Typen. Dann bin ich sozusagen doppelt da. Ja, und sozusagen hat jede Farbe, jeder Punkt, den man sammeln kann. Hier ist schon wieder ein roter. In diesen Containern sind die Punkte drin. Jedes hat zwei Funktionen. Wenn ich den roten abschieße, passiert das hier. Und wenn ich den roten gesammelt hätte, das kann ich jetzt machen. Ich werde den jetzt nicht abschießen, so. Dann bin ich verdoppelt. Also das pinke hat auch zwei Funktionen, so. Das kann ich abschießen, dann schießt das um sich. Hier das blaue. Wenn ich das sammle, dann habe ich ein Schutzschild. Keine Ahnung, was das hier soll. Ist ja ein Typ. Oh. Ja, den darf ich nicht abschießen, glaube ich. Keine Ahnung. So. Und so geht das die ganze Zeit. Bis ich tot bin. Rechts sind die Leben. Ja, das war dumm. Das Grüne sollte man lieber sammeln. Da habe ich nicht nachgedacht. Also ich sollte eigentlich alles sammeln, außer das Rote. Habe ich mir vorgenommen. Habe ich bisher nicht erfüllt. Ja, schon wieder. Ich wollte es nicht abschießen. Mann! Ich krieg's nicht hin. So. Wenn ich die Raketen selber schießen kann, dann bringt das viel mehr, als wenn der da wild um sich schießt. Das Rote aber ist sehr geil. Diese Schutzwall hier. Sehr geil. Ja, Mist. Das Grüne hätte ich mal sammeln sollen, das bringt nämlich Leben. Ja, von den Schlangen kann man jeweils nur den Kopf abschießen. Und ja, dieser Ton vom Schießen ist wirklich ultra nervig. Ich habe extra schon viel leiser geschalten, aber es ist immer noch total nervtötend. Also das Geräusch, wenn ich hier schieße. Es ist wirklich zum Kotzen. Aber der Rest vom Spiel ist gut. So, das Grüne ist auf jeden Fall zum Sammeln. So, jetzt habe ich neue Leben. Was das heißt, weiß ich nicht. Für mich ist das Spiel auch ziemlich neu. Ich habe das erst einmal gespielt. Ach,
klemme hier fest. Ach, das war so dumm. Selber schießen ist viel, viel, viel besser als... Na toll. Jetzt habe ich das Grüne abgeknallt. So eine Scheiße. Da hätte ich mal ein paar Leben nötig. Genauso wie ein Schild. Ist ja genauso dumm. Das Blaue ist ja das Schild. Oder hat wieder ein Typ entführt, den werde ich jetzt mal aufsammeln. Ja. Bringt wohl irgendwas, keine Ahnung was. Und hier. Dieses rosane Ding trifft mich übrigens nicht. Also sozusagen Friendly Fire, weil das ja auch von mir ist. Es trifft nur Gegner. Was ist das denn? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ist das die Erde oder was soll das sein? Ich habe die Erde zerstört. Nein! Oh. Ja, rotes Teil. Oh yeah. Nein, ich habe meinen Typen zerstört. Ich brauche Leben. Nein, der stirbt ja auch, stimmt. Das war dumm. Nein. Oh Mann. So, jetzt gibt's Raketen. Auf die Schnauze. Krieg den Raketen auf die Schnauze. Alle fliegen dagegen. Sehr schön. Igitt. Hab ich dringend nötig? Ich bin mal tot. Fall wir nicht mehr abknallen. Stopp doch mal. Mann! Raketen haben können. Stattdessen fliegen meine Raketen unkontrolliert durch die Gegend. Ich hoffe, ich rede dieses Mal ein bisschen deutlicher als beim letzten Mal. Das hat man ja fast gar nicht verstanden, was ich erst im Nachhinein bemerkt habe. Und da bin ich tot. Ja. Gut. Es gibt noch zwei andere Modi. Hier so. Überlebensmodus. Ich werde wahrscheinlich wieder sehr schnell sterben. One-Kit-Hills. Ja genau. One-Hit-Kills. So. One-Kit-Hills. Ja, dadurch, dass ich Kopfhörer aufhabe. Und, ja, geil nochmal. Dadurch, dass ich Kopfhörer aufhabe und alles sehr laut höre, höre ich mich selber fast gar nicht und merke gar nicht, wenn ich total nuschel. Naja. Was soll ich da bitte machen? Die haben mich eingekesselt, ja. Kann ich auch nichts machen.
Naja. Zeitattacke. Gut, klar. Da vergeht halt die Zeit. Ich muss bis dahin ganz viele töten. Ist okay. Ich habe... So. Das will ich natürlich wieder sammeln. So. Ansonsten würden die irgendwo hingeschossen werden. Das wäre gar nicht lustig. Naja, und dieser Schutzwall, wie ich das immer nenne, aus Lasern, der ist mir um einiges lieber als so eine Verdoppelung. Deswegen schieße ich das Rote immer ab. Ja toll, ich war schon wieder in der Ecke. Ich kam da nicht weg. Nehme ich überhaupt Schaden in dem Modus? Ne, ich krieg wahrscheinlich... Ja, ich krieg sozusagen Punktabzug. Naja, hab ich doch mal ein Rotes gesammelt. Schade. Ja toll, und das nächste auch. Das wollte ich doch alles nicht abschießen. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, was das Blaue hier bringt, was da passiert. Also wenn ich das Blaue abschieße, dann gibt's ja komische Kreise, ich weiß gar nicht, was das soll. Davon stirbt irgendwie keiner. Ganz komisch. Oh Mann. Ja. Sei tot. Den Effekt, wenn es plötzlich still ist und nur noch die Musik übrig ist. Ja. Wie gesagt, das war's diesmal auch schon. Mehr gibt's nicht. Kann hier noch einen Schwierigkeitsgrad ändern. Aber habe ich keinen Bock. Hier, das Jahr ändert sich auch. Easy 2002. Normal 1992. Ja, früher waren die Spiele schwerer. Mhm. Naja. Aber ich muss sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!